Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty 2. Wir haben das letzte Mal hier in der Burg Ardene, glaube ich hieß sie, haben wir den Elementar besiegt und eingefangen in einen Pokéball. Jetzt dürfen wir den Pokéball aber nicht besitzen und kommen zurück. Auf einmal sind hier neue Gegner. Was soll denn das? Aber es sind bloß starke Feinde. Deswegen, wir sollten starke Feinde besiegen können. Wer wagt es, meine Burg anzugreifen, die ich gerade hart erobert habe? Wie weit kannst du dich bewegen? Wir können ja nichts mehr. Das sind die Armbrustschützen sind das Härteste, was die da... wobei Schüler sind auch lästig. Die dürfen anfangen. Dann kommen meine dran, okay. Meine kommen direkt dran. Und die können verspotten. Na gut. Eigentlich ist es schon eine gute Position. Du kannst dann dahin. Und ihr könnt dahin. Ähnliche Positionierung wie beim letzten Mal. Wenn nicht sogar dieselbe. Die Reiter wollen es da machen. Okay. Verwirrung diesmal? Nee, nee, nee. Feuermeteor. Vielleicht doch Verwirrung. Ist nicht sehr optimal hier alles. Wie viel kostet denn Verwirrung? 20. Du kriegst 20, du. Und die. So. Jetzt hitten wir die. Verbrennung. War schon richtig, dass wir die angegriffen haben. Ah, die haben durch Verwirrung Schaden bekommen. Sehr gut, die haben sich bewegt und eine Aktion gemacht. Aber leider kriegen sie ja bloß am Ende den Schaden. Die können bis da, die können bis da. Der kann sich überhaupt nicht bewegen. Geht. Geht sehr gut. Sehr effizient gegen die. Wahrscheinlich sind die Reiter am gefährlichsten. Moment, seid ihr keine Verspotten-Dudes? Weil ich habe jetzt von denen eher Verspotten erwartet als eine Bewegung nach vorne. Okay. Wahnsinn. So, hier angreifen und den Weg versperren. Ihr seid Schwächere, seid ihr keine Schwertkämpfer? Ah, shit, die gehen trotzdem außen durch. Nein, auch nur eine Bonusrunde. Hohe Moral, die Ratten. Ah, toll, jetzt metzeln sie sich durch alle durch. Aber die greifen... Dammit! Die greifen... Wen greifen sie jetzt an? Greifen sie meine oder seine an? Shit. Ey, die Geister muss ich echt ersetzen durch gescheite Einheiten. Aber ich habe bisher keine gute Auswahl. Ich brauche einen Fernkämpfer. Am besten Magier. Eigentlich dort hinten ist besser. Dann muss ich mich um die nicht mehr kümmern. Einer weniger.
Und der andere weniger. Sehr schön, verbrennen und dann wird Verwirrung wahrscheinlich den Rest erledigen. Oh, ja, instant sogar. Die angreifen. Das ist der gefährlichere Haufen. Ihr könnt euch ruhig wehren, also ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch wehrt. Ich finde es immer toll, wie die dann rumstehen und dann erst gleich umfallen. So, jetzt sind die Skelette dran. Na komm, killt, jawohl. No retaliation, wenn der Tod kommt. Was? Wieso haben die so wenig? Die so eine hohe Widerstand. Ah, wegen dem Schild wahrscheinlich. Wegen dem Schild haben sie wahrscheinlich eine Fähigkeit dafür. Das bringt nichts. Wir sind in der Überzahl. Sehr starker Feind, der mir hoffentlich ein Level abgegeben hat. So liebe ich's. Level up. Die sind jetzt auf Stufe 3. Mhm. Hä? Wieso kann ich die nicht heilen? Wieso kann ich die nicht heilen? Alle heilen? Hä? Wieso geht das jetzt, ne? Komisch. Genauso komisch war, wie dass hier auf einmal Gegner waren. War auch sehr komisch. Das ist aber blöd, dass ich jetzt die nicht heilen konnte. Dann muss ich jetzt extra heilen oder extra Leute wieder kaufen. Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh ja! Ja! Oder gehen wir auf jeden Fall einkaufen. Der ist jetzt Stufe 3. Kann der irgendwas Neues dadurch? Nee, aber der macht viel mehr Damage und so. Und ich kann einen weiteren von den Dudes mitnehmen. Na gut, das ist doch schon mal etwas. Dann gehen wir doch mal... Moment. Wo ist Adur jetzt auf einmal hergekommen? Haben wir denn von... Was zum Teufel wird hier gemacht? Ich brauche jetzt neue Truppen. Ghule. Skelette. Und andere Truppen. Das ist ein bisschen lästig. Warum auch immer das jetzt mit dem Heilen nicht geklappt hat. Geld hatte ich. Das hat jeder gesehen von euch. Ich hatte Geld. Oh, ich habe viel Mana auf einmal. Was mit... Habe ich da jetzt voll viel Mana bekommen als Belohnung? Oder wo habe ich denn jetzt voll viel Mana hier? Habe ich auf einmal 500 Mana auf einen Schlag bekommen von irgendwas? Bestimmt als Belohnung irgendwo. Oh, hier kriege ich auch Skelette. Oh, das ist doch gut. Und den will ich. Ich würde gerne liebend gerne den mitnehmen. Ah, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Also bei 3000 würde ich den mitnehmen. Die habe ich doch gesagt, die könnte ich mitnehmen. Die könnte ich mitnehmen statt denen. Mach mal. Machen wir... Nehmen wir Geister mit. Ah, ich bin unentschlossen. Vielleicht ist Geister doch nicht die richtige Option. Ah doch, das ist eine stärkere Variante. Geister sind mobile. Ah, wobei die... Ah, es ist immer schwierig tatsächlich. Weil eigentlich brauche ich ja einen Tank und nicht... Und die sind halt tankig, oder? Nein, stimmt nicht. Die sind tankig. 65 Widerstand. Magiewiderstand ist schlecht bei denen, aber... Bei denen? Also, ja, für, okay. Widerstandstechnisch sind sie auf jeden Fall besser. Geister machen mehr
Damage und haben mehr Leben, sind aber dafür weniger. Das ist natürlich problematisch. Sie haben fliegende Eigenschaften. Nachladen. Sie kommen eher dran, aber das hat nichts zu bedeuten. Haben gewisse Widerstände. Sind schon beefig. Na gut, beefig sind sie. Wir versuchen es einfach. Könnte ein Fehler sein, könnte fatal sein. Aber ich brauche mehr Truppen, Stufe 3 so in etwa. Und die Geister sind halt die nächsten, die ich jetzt upgraden möchte. Und durch das Level Up passt es gerade ganz gut. Ich muss zu Banditen. Theoretisch paar neue Bogenschützen. Sag jetzt auch nicht nein. Und die Geister ersetzen? Ja. Moment. Ah, das hätte man sehen können beim Händler, wie viel der Geisterstack denn Maximum ist. Das hätte man sehen können. Sind es 4? Ach, das sind 4. What? Von denen kann man 11? Nee, hä? Nee, so viel sind's. Das ist. Ah, okay. Das sieht man beim Händler, wie viel maximal in einer Einheit sein können. Können wir jetzt gleich mal hier sehen. Hier, da steht's. Das ist die Maximaleinheit. Gut. Gut. Ja, gut. Wir bräuchten Magier. Also ich hätte gerne starke Magier als Kämpfer. Ich hätte gerne irgendeine Mega-Tank-Einheit so in etwa. So mit Verspotten am besten. Das wäre geil. Wodurch ich einfach bloß Zeit habe oder Zeit bekomme. So, jetzt gehen wir mit dem und reden mit dem. Wer auch immer das ist, mit wem wir da reden sollen. Warum der mir ja auch nicht gerade angezeigt wurde, dieser Adur. Ach so, ah. Der Geist, mit dem sollen wir reden. I bind you with your true name, Ador. Now answer me. I am here. Command and I will obey. The night you were unchained, did you witness a ritual performed at the Mage Factory? What happened there? No. I do not want to go back. But I will. I will speak. Elio's child. Hear me. I saw them come from all over the earth. Lost ones seeking unity in the void. They called to them. Their songs reached out for the void, and the void answered. One of them was chosen and touched. And so it came to our world. The spell was lifted. My shackles fell to the ground and I ran away. The light. I was looking for salvation. Go on. I want to know more. No. 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 I do not want. I will not. Fear. Void. The blight in the void. I see them not. I will not. There were many there like you. Before their souls were extinguished, I saw them, one, another, and another, many there were. I witnessed the battle after I escaped. The Mage Factor woke the golems. He fought off the blight and saved many, and led them under the mountains. So there were survivors? I see not through stone. The Mage Factor took them under the mountains. That is where they hid. The hole they went through was guarded by golems. They fought well, and the battle stopped. The wind carried their whispers to me. They prayed for salvation. They wept, and then, void, horrifying. I do not want. I will not. Mercy.
Do not make me see them, child of Eliu. So be it. Thank you, Ador. You may rest now. Okay. Kehrt zur Zitadelle zurück. Oha. Bitte was? Zur Zitadelle zurück? Sollen wir jetzt berichten, was wir erfahren haben? Die Saat des Verrats. Ja, da gibt's Feinde in den eigenen Reihen. Feinde in den eigenen Reihen ist noch offen. Aber Saat des Verrats führt mich zurück zur Zitadelle. Also gehen wir zurück zur Zitadelle. Das ist interessant. Da durfte ich schon lange, lange nicht mehr zurück. Hört sich aber nach einfacher Tätigkeit an. Moment, gibt's dort oben kein Teleport in der Nähe? Frech. Genau, jetzt gehen wir zu... Ja, wen auch immer. Ich hätte zwar Dupont gerne vorher erledigt, aber hey. Berichten wir doch erst, was in der Zaubermanufaktur passiert ist. Irgendwelche Kultisten haben die Lehre heraufbeschworen und die hat geantwortet und jetzt verbreitet sie sich wie, ja, eine Pest, so in etwa. Wir haben ja schon ein paar Mal die Herausforderung des Wahrsagers angegangen. Die Lehre bekämpft. Es wurde Licht. So, die Saat des Verrats. Abgeschlossene Untersuchung, Bericht erstatten. Kriegen wir hin. What do we know about the preparations for the expedition to Mon Patry, Count? You promised to come to a decision any day. Your Highness, the Archmage is standing his ground. I tried. Ah, finally! So what happened at the Mage Factory? Did you determine the cause? Allow me, Your Highness. Do you distrust the Royal Council? Your father, never. My dear Count, sometimes one opinion is not enough. Well, what did you find out? You've been misled. The cause of the Mon Patry disaster was a magical ritual performed by an unknown cult. Apparently, they were your subjects. The majority of them likely perished during the ritual itself. Do you have a witness or some proof to support this account? I have plenty of witnesses. One of them a captive elemental spirit called Ador. Such an entity is incapable of lying, as you know. By the by, Ador saw the last people fleeing the Mage Factory hide in the mine. But since you cannot send a rescue mission... We must delay no longer. I entrust you with rescuing the survivors. Go to Mon Patry, extricate my subjects, and bring them to me. Your Highness, the Mage Factory is quarantined by order of the Archmage Kaethor, as I told you. Since when does the Prince of Nostria bend the knee to an Archmage? Adrian, you promised to set me free. Our agreement stands. But so far, all you have provided me are words. Words that cast suspicion upon the Royal Council as well as the Royal Order of Mages. Centuries old pillars supporting the throne. Prove your suspicions with something substantial. Find the survivors and bring them to the Citadel. Do this, and if all is as you say, I will grant you the pardon you were promised. How do you like my decision, Count? I think that's how we're going to expose the truth. Unthinkable. Anscheinend mache ich mir hier richtig Freunde mit Montier. You have your task. What else do you want? Sage advice from one of the king's wisest counselors? Surely you realize the prince is asking the impossible. There's no getting into the Mage Factory, and that, I'm afraid, is the end of it. I've been sending off letters to the Archmage for days. How many replies do you suppose I've received? The Royal Council is powerless here, and there are no legal ways into the Mage Factory.
Although, perhaps you could interrogate your precious witnesses. I don't expect they know anything useful, but why not? Durch die Quarantäne. Frag die... Okay, und anything else? I'd like to obtain a document I could present to confirm my authority at the outposts near the Mage Factory. I cannot help you with that. Ever since the days of Maximus, Archmages have recognized no authority but the King. If Kaythorn has decided to quarantine the Mage Factory, neither I nor the Royal Council are in a position to reverse his decision. In order to get through the quarantine, you need a document carrying the King's personal seal. My father is recovering, but... Are you joking, my prince? You're sending me on an impossible errand. If Kaythorn has decided to quarantine the Mage Factory, neither I nor the Royal Council have the authority to reverse his decision. But please, exercise some discretion. We don't want a conflict with the Archmage right now. Eigentlich doch. Ich denke schon. Gibt's hier sonst noch was zu tun? Hier ist etwas. Durch die Quarantäne. Vor mir ist irgendwas. Nee, das war einfach bloß der Ausgang. Okay, cool. Mal wieder Hallo gesagt bei den hohen Herren da in ihrem riesen Gebäude. Da muss ich ja an einigen. Also hier ist jemand. Flüchtlinge befragen. Alles Orte, wo ich schon war. Oder mit Kaythorn sprechen. Ist auch eine Möglichkeit. Kaythorn war der Erzmagier. Ist das der Erzmagier oder wie? Jawohl. Na gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir mit den Flüchtlingen quatschen und mit Kaythorn und herausfinden, wie geht's denn jetzt hier weiter? Spannend. Oh, wir haben auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Spannend. Na, dann werde ich hoffentlich einiges stärker. Und Dupont wird auch noch sein Fett wegbekommen, aber ein andermal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.